Guten Morgen, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe mal Malplatz vorbereitet, denn vielleicht hast du meinen Blogartikel gelesen. Wir brauchen heute Lappen, das hatte ich mit in die Liste gestellt. Und ja, vielleicht malst du heute mit jemandem zusammen. Wünsche ich euch ganz viel Spaß bei unserem Event. Wir malen etwas Abstraktes, es soll hier so ein bisschen blumig werden. Und ja, für jedermann, also jede Frau, kann hier mitmachen, egal welchen Alters, das hatte ich auch geschrieben. Also starten wir hier einfach mal durch, kritzel einfach mal hier so ein bisschen drauf rum, denk dir ein paar Blumen. Du kannst auch etwas genauer werden, wenn du möchtest. Damit fängt das eigentlich schon immer so an, dass du ein Gefühl bekommst, dich so ein bisschen einstimmst auf das, was wir jetzt zusammen machen werden. Jetzt hast du schon den ersten Schritt gemacht, oder ihr, und ja, jetzt gießen wir die Blumen, sagen wir es mal so. Du kannst auch gerne mit deinen Händen die Linien wieder verstreichen, weil die Linien brauchen wir gar nicht. Das war einfach nur für dich, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Gieße einfach deine Farbe auf die Fläche und nimm einfach eine Nagelbürste oder einen Pinsel oder nimm wieder die Hände. Das kannst du auch mal machen, weil ich mag den Farbton. Du siehst das hier, wie schön die Farben jetzt auch unterschiedlich aussehen. Also wenn wir es noch ein bisschen dünner machen, dann wird der Farbton transparenter und heller und leuchtet noch mehr. Ja, und jetzt spielt hier einfach mal ein bisschen mit der Farbe rum. Färbt einfach nur die Fläche ein und genießt es einfach zusammen mit mir, falls du alleine bist. Malen wir beide jetzt hier zusammen. Ja, jetzt nehmt ihr euer Werkzeug und ja, knickt das einfach so ein bisschen, faltet das und dann tupft ihr einfach jetzt mal auf die nasse Fläche und ihr seht oder du siehst, dass da ganz schöne Muster bei entstehen. Und ja, wir wollen das gleich andersrum machen. Und du probierst das jetzt einfach nur mal so aus. Es macht schon immer so viel Spaß, dass man da kaum mit aufhören kann. Und es passiert so viel. Sieht so schön aus. So, und jetzt machen wir es genau andersrum. Ja, neuen Lappen. Also nimm ruhig ein neues Tuch für die andere Farbe. Knicke das genauso und dann nehmen wir einfach, ich habe hier einfach so ein bisschen Farbe auf der Folie liegen und dann tupfen wir jetzt dasselbe mal andersrum. Kannst du einfach auch noch eine Farbe dazu nehmen. Nimm die Farbtöne, die du gerne magst. Also orientiere dich jetzt nicht an meinen Farbtönen, sondern nimm die, die du magst und ja, tupfe einfach diese Muster drauf und kannst auch den Pinsel nehmen. Hier habe ich so viel Farbe drauf auf dem Pinsel. Wisch den einfach an dem Tuch ab und ja, dann wieder rauf tupfen. Das ergibt auch immer wieder eine unterschiedliche Form. Sieht aus wie eine Ginkgo-Form, auch nicht schlecht, also eine Blattform. Ja, jetzt genießen wir mal dieses Tupfen und ich finde, das macht schon richtig viel Spaß. Ich hoffe, du hast auch gerade viel Spaß. Dreh den Lappen auch immer mal, wenn du möchtest. Probier neue Formen aus damit. Das über die ganze Fläche machen oder nur so teilweise. Ich gehe hier einfach noch mal so ein bisschen hoch. Jetzt nehme ich hier auch noch mal so einen ganz dunklen blauen Farbton. Ja, geht so. Gerade hatte ich mir gerade ein bisschen anders vorgestellt. Aber ja, das passt. Also das Schöne an dieser Arbeit ist, du kannst hier ewig tupfen. Ganz meditativ abtauchen, zwischendurch deinen Kaffee trinken.
könnt euch unterhalten, alte Geschichten auftauchen lassen. Du kannst natürlich auch ja, deine eigenen Gedanken jetzt fließen lassen dabei. Ich nehme hier nochmal so ein Olivgrün. Ich will auch gleich einfach nochmal den Pinsel mit dazu nehmen. Rauf und Spaß haben. Hier die Form finde ich auch toll. Kann man auch am Ende nochmal machen. Danke schon, ich will gerade hier so Knospen und so hinmalen. Aber nee, ich bleibe ganz abstrakt. Also ich fasse jetzt keine Form, sondern genieße einfach hier das Pinseln und das Tupfen und lass alle Formen, die mir so im Kopf kommen, los und guck einfach, was entsteht. Ich mag auch den Charakter, wenn das sich so runterzieht, wenn es so runterläuft. Es hat immer so was, so ein Vintage-Touch, finde ich. Das mag ich immer ganz gerne bei diesen Bildern. Komm hier, heute ist Sonntag, wir feiern hier gemeinsam und malen ja auch mal einen blauen Himmel hin. Das, was immer wieder passiert ist, dass es einem zwischendurch ganz toll gefällt und dann malt man weiter und dann plötzlich, oh je, jetzt gefällt es mir gar nicht mehr. Und das ist so, ja, so normal beim Malen. Also das passiert immer wieder. Und das Schönste an dieser Arbeit ist jetzt, du kannst es immer, immer, immer wieder einfach übermalen. Auch immer wieder mal den Pinsel nehmen und es einfach wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen flächig machen. Und diese Mischung, finde ich, die macht es dann einfach. Ja, so ein bisschen rosa darf hier auch hin. Nicht nur violett, auch ein bisschen rosa. Das hier nicht. Ich glaube, ich mochte den Farbton nicht. Der hatte mich von Anfang an gestört. Und jetzt vermische ich das hier einfach so ein bisschen und tupfe dann einfach nochmal drüber. Sich da sehr drin verlieren und das macht einfach total viel Spaß. Die Sonne scheint, wir haben halt wirklich Sonntagswetter und ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir hier zusammen einfach so ein bisschen getupft haben. Ganz egal, welche Farben du verwendest, ganz egal, wie dicht oder wie lange oder wie kurz du gearbeitet hast. Also völlig egal, ob mit jemandem zusammen oder du alleine mit mir. Dankeschön, dass wir das gemeinsam hier tun.
vielleicht hast du den Newsletter bekommen und da habe ich euch eingeladen zu diesem gemeinsamen Event heute, dass wir gemeinsam malen zum Muttertag und habe euch dann noch ein paar Ideen auf dem Blog geschrieben. Und du kannst das natürlich jederzeit wiederholen. Also du kannst immer wieder dich verabreden mit irgendjemandem, wenn es dir in den Sinn kommt. Schreib am besten sofort, lade ein, verabredet euch gemeinsam zum Malen. Und das ist einfach für jeden was. Du kannst es immer wieder übermalen. Und ja, oder auch schon nach dem zweiten, dritten Farbauftrag aufhören, weil da gefiel es mir eigentlich auch schon ganz gut. Und ja, mach das einfach. Also. Viel Spaß. Schön, dass ihr hier seid. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Abo und habt einen schönen Sonntag.